Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu NNXTV. Ich bin's, euer MK, und wir starten jetzt mit der dritten Folge von Gems of War, wie auch immer dieses Spiel heißt. Ich habe gestern Abend Folge 1 und 2 mal verfilmt für euch oder aufgezeichnet. Und ich nehme jetzt ein Stündchen Zeit und wir werden direkt die dritte Folge dranhängen. Was heißt dranhängen? Also spielen. Und mal schauen, wo mich das Spiel noch hinführt. Wir haben ja immer noch unsere Aufgaben, die wir erledigen müssen, die dann nämlich wir einer Gilde beitreten. Dann verwende den Einfallen-Button und überfalle erfolgreich einen anderen Spieler. Da haben wir gestern leider zweimal verkackt. Wer Folge 1 und 2 gesehen hat, gerade Folge 2, der hat dann mitgekriegt, dass ich da gestern irgendwie eine andere Taktik versucht habe, die anscheinend nicht so aufgegangen ist und wir zweimal ordentlich auf die Schnauze bekommen haben, wobei einmal nicht gerechtfertigt war. Die zweite Runde, die war echt bitter. Das war alles ein doofer Zufall. Aber naja, das bessern wir heute natürlich aus. Dann müssen wir mit den Schlüsseln kannst du eine Einheitensammlung erweitern. Deine. Was ist denn los? Und wir müssen immer noch eine Einheit über unsere Ausbildung auf Stufe 5 bringen. Da schließen wir direkt mal an. Wir holen natürlich erstmal, Moment, die tolle Belohnung ab. Ich glaube, es ist sogar eine tägliche Belohnung, die wir bekommen, weil es war gestern irgendwo, hatte ich doch gelesen, dass wir über unser Königreich da 505 pro Tag. Genau, und hier haben wir wahrscheinlich jetzt diese tägliche Belohnung bekommen oder einfach über die Stunden verteilt, was wir jetzt nicht gespielt haben. Und wir wollten nach den Einheiten schauen mal. Da wir den jetzt aber leider nicht genug. Seelen. Was aber auch nicht schlimm ist. Wir schauen mal nach einer Gilde einfach. Suchen oder eine gründen für 1000. Wir können eine gründen. Ich suche einfach mal eine. Mal gucken, was da so bei rumkommt. Das sieht nicht schlecht aus. Die sind ganze. Ja. Eine Person, okay. Ich glaube, die sind alle nicht viel größer hier. Ich sehe gerade, wir können mit Dreieck auch nicht viel einstellen. Konkurriert, organisiert, freundschaftlich. Schauen wir mal kurz, einmal schnell durchblättern, ob hier mehrere Leute in einer Gilde sind. Stars. Scheint. Deutsche Gilden zu. Nee, doch nicht. Es ist, glaube ich, so ein Standardtext. Wir treten ihm einfach mal bei. Den German Demons. Mal gucken, was wir da so machen können. Also, wenn ihr Bock habt, mit mir zu spielen, tretet einfach der Gilde bei. Glaubt die Trophäe. Und wir kommen hier gemeinsam weiter. Liga Kader. Da sehen wir. Mein Namensvetter. Oh, er ist sogar Rang 1. Ich bin Rang 5. Achso, das ist Rang 1 ist oben und Rang 5 ist unten. Okay. Er ist nämlich Gildenmeister und ich bin Rekrut. Wobei seine Schreibweise nicht ganz meiner entspricht. Aber naja. Das haben wir dann noch. PvP. Trophäen. Gold. Fortschritt. Ja gut, der hat schon 7 Königreiche unter sich und 55 Einheiten, das ist ein bisschen mehr als das, was ich habe. Und er ist auch aktuell im Spiel. Wir können sogar auf sein Profil gehen, hier ein bisschen gucken. Und naja, also. Ja.
Okay. Schon einmal in die Liga rein. Und wir sehen, wir sind Platz 4644. Nicht schlecht. Beste zeigen. Gut, anscheinend kann man die Gilde noch ausbauen. Die sind jetzt Stufe Platz 1 mit 30 Mitgliedern von 30 und haben 5005 Trophäen. Täglicher Bonus plus 5% Gold. Achso, meine aktuelle Liga. Beförderung bei 100 Trophäen. Das schaffen wir da locker. Zu zweit. Gildenaufgaben. Lies alte Geschichten. Experimentiert mit Tränken und erkundet das Gebirge. Können wir irgendwas machen? Achso, wir können Geld beisteuern. Um dann das zu erfüllen. Mal, sind wir mal großzügig, hauen uns hier 500 rein. Einfach weil wir es können. Oder einfach mal 100. Wir sind großzügig. Pff. Spendabel, wir haben es doch. Klar, ein Drittel unseres Gesamtvermögens haben wir jetzt da reingehauen. Mal schauen, was passiert. Vielleicht freut er sich. Er hat eh genug Kohle. Was haben wir hier? Gildenboni. Verbesserung für drei Wappen. Münzen, Wappen, Wappen, Münzen. Besitzen wir keine Aktivität. Sind das Nachrichten und so? Jo. Okay. Verwalten. Schön. Schön, schön. Ich kann das Wappen mir auch nur angucken. Gut, ja, das war's. Gildenbefugnisse mit Dreieck. Ach so, wer was wie wann darf? Das sind anscheinend die Ränge, die man haben kann. Nur anders betitelt. Okay, interessiert uns jetzt erstmal nicht weiter. Verdiene 10 Trophäen. Wir schauen nochmal unsere Einheiten an. Ach ja, das waren die, da waren wir gerade schon. Wie schlecht. Und dann würde ich sagen, fallen wir direkt mal ein. Wir wollen nämlich unsere beiden Niederlagen von gestern erstmal rächen. Für eine Trophäe kämpfen wir gegen eine gleichstufige. Machen wir. Wir lassen das mal so, wie wir es gestern standardmäßig die ganze Zeit hatten. Und ändern da jetzt nichts. Schauen wir mal, wie ausgeglichen das ist. Ja, was haben wir denn da? Kennen wir, haben wir selber die Waffe. Das kennen wir auch, das ist wie unser Keilerreiter. Dann haben wir, ja, Keilerreiter, ist ja dasselbe. Wobei der macht 2 Schaden. Und der Keilerreiter macht 3 Schaden und einen extra Zug. Also der Keilerreiter ist sogar ein bisschen besser. Und dann haben wir unten diesen komischen, was ist, Zwerg oder was? Der Herdenchef. Lässt 2 zufällige gelbe Edelsteine explodieren und läutert alle Verbündeten. Explodieren und läutert alle Verbündeten? Verstehe ich nicht. Ist zu früh am Tag für mich. Nee, Spaß. Wir sollen uns hier die Boni schnappen und das machen wir auch direkt. Mana Surge. Und erhalten direkt den Angriff vom Keilerreiter. Ich würde sagen, wir stauben erstmal alles ab, was wir hier. Moment. Wir könnten theoretisch den einen Angriff machen.
oder einfach mal ein extra Zug. Wobei dann mit dem extra Zug haben wir hier die Combo und hier die Combo. Aber die fallen um einen runter. Sind dann also hier. Aber der fällt von hier bis hier unten runter und den könnten wir theoretisch hier reindrehen. Auf die beiden. Das probieren wir einfach mal aus. Ich hoffe, ich liege jetzt richtig. Nein, fällt er natürlich nicht. Aber das war genauso gewollt. Ich habe nur diesen Stein nicht beachtet. Entschuldigung. Und ja, wir haben trotzdem den Angriff gestartet und hauen direkt nochmal den Angriff hinterher. Oder machen wir es mit dem Keilerreiter? Der Keilerreiter greift mit 3 an. Und wir müssen eine Reihe vernichten. Erhalten aber auch einen Extrazug. Ja, wir greifen natürlich erstmal mit dem Keilerreiter anstatt. Wir löschen jetzt eine komplette Reihe aus. Und zwar Feuer brauchen wir. Ich würde sagen, diese. Wir nehmen diese. Erhalten somit oben neue Totenköpfe, sehr, sehr gut. Und greifen nochmal direkt an. Das war schon nicht schlecht und wir haben uns den Hund geschnappt. Er macht einen direkten Angriff, das stört uns jetzt nicht weiter. Und wir finden unseren Helden auf mit Feuerpunkten und unseren Keilerreiter. Macht der Hund noch mal? Der macht. Macht er überhaupt Schaden? Macht er 3 Schaden? Den Angriff brauchen wir jetzt auf jeden Fall nicht verringern, da wir gleich fertig sind damit. Und das war's auch schon mit dem ersten Gegner. Sehr schön. So, können wir hier auf einen Direktangriff hinarbeiten? Können wir nicht. Machen wir es so, haben wieder unseren Angriff parat. Jetzt sind einmal durchgemischt, weil anscheinend nichts mehr möglich war. Damit können wir direkt. Machen wir es erstmal so. Zack. Stauben noch was ab, vielleicht. Das machen wir nicht. Und können di direkt angreifen. Er hat 5 Punkte. Greifen wir mit dem Keilerreiter an? Oder greifen wir. Das ist eigentlich wie gesprungen. Wir greifen mit dem Keilerreiter direkt an. Und löschen dabei. Diese Reihe aus. Mit der Absicht.